Den Tresor am Pförtnerhäuschen öffnest du mit dem Code, den wir dir in der Buchungsbestätigung zugeschickt haben. Aufmachen ist mit der Taste A. Du hast 3 Versuche. Danach 5 Minuten Bedenkzeit. Die Taste B ist zum Abbrechen, wenn du dich mal vertippt hast. Darin findest du deine Buchungsbestätigung mit dem Proberaumschlüssel. Er schließt auch alle Türen vom Gebäude und den Proberaum selber. Bitte nach eurer Probe den Proberaumschlüssel gemeinsam mit der Proberaummiete auf dem gleichen Weg wieder dort reinlegen. In der Tiefgarage könnt ihr eure Fahrzeuge parken und euer Equipment im Trockenen und ebenerdig ein- und ausladen. Mit den zur Verfügung gestellten Transportwägen könnt ihr euer Equipment transportieren. Den Schlüssel, den ihr im Tresor erhalten habt, schließt auch die Tür von der Tiefgarage. Auf dem Lageplan findet ihr die Position, wo sich euer Proberaum befindet. Von dort aus findet ihr auch den Weg zur Küche mit Kaffee- und Getränkeautomat und den Weg zum Musikertreff, der auch gleichzeitig unser Raucherraum ist. Der Rest vom Gebäude ist rauchfrei. Darin findet ihr auch noch weitere Getränke, einen Zigarettenautomat und einen kleinen Vorrat an Musikerequipment. Im Proberaum findet ihr eine fertig verkabelte Anlage vor. Zur Inbetriebnahme bitte zunächst das Mischpult einschalten, dann über den Hauptschalter den Rest der Anlage. Beim Ausschalten bitte umgekehrt vorgehen, zuerst den Hauptschalter, dann das Mischpult. Wer es andersrum macht, bekommt den Erfolg gleich zu hören. Es macht einmal Knack in den Lautsprechern, davon geht nichts kaputt, aber es muss ja nicht sein. Weiterhin haben wir an der Anlage einen Fehlstromindikator, der euch gegen Stromschlag bei einem defekten Gerät schützt. Dieser muss auf eingeschaltet sein, dazu die grüne Taste drücken. Das Mischpult besitzt 2 Schalter. Der erste schaltet das Mischpult ein, der zweite ist für die Phantomspeisung von Kondensatormikrofonen. Diese kann ausgeschaltet bleiben, da wir normalerweise keine Kondensatormikrofone einsetzen. Wenn ihr selber welche angeschlossen habt, könnt ihr ihn natürlich verwenden. Videos mit der detaillierten Beschreibung des Equipments findet ihr auf der Webseite des von euch gebuchten Proberaums. In jedem Proberaum steht euch ein Kühlschrank zur Verfügung. Wir möchten euch bitten, die verzehrten Getränke zu bezahlen und zum Schluss die leeren Flaschen in die bereitstehende Kiste zurückzustellen. Am Ende eurer Probe bitte den Raum wieder in den Ausgangszustand zurückversetzen. Dazu die Kabel aufrollen und hochhängen, damit sie nicht zum Futter für unsere Saugroboter werden. Zum Schluss bitte den Proberaum durchlüften und den Staubsaugerroboter in Gang setzen, indem ihr auf die Clean-Taste drückt, dann habt ihr euch ein Lächeln verdient. Jetzt wünsche ich euch erfolgreiche Proben und viel Spaß dabei. Bitte lasst uns wissen, wenn wir etwas dafür tun können, dass ihr noch mehr Spaß dabei habt. Klaus Forster vom Proberaumzentrum Stuttgart.